Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, mir sind noch 12 Sprünge von dieser verlassenen Siedlung hier in Hawkins Gap entfernt. Ja, müssen ein paar Sprünge schon weiter als bei gestern im Livestream. Ne, vorgestern schon, wenn die Dorffolge rauskommt. Das war am Samstagabend. Ja, war wieder ziemlich schöner. Livestream fand ich. War schön, dass ein bisschen was im Chat los war. Die üblichen Verdächtigen waren da. Finde ich immer gut. Sehr schön. Ja, ne, hat mal echt Spaß gemacht. Muss dann auch noch ein bisschen chillen. Livestream gucke ist definitiv nicht so anstrengend wie Livestream mache, aber ne, es ist, ja, hat ja Spaß gemacht. Also insofern alles okay. Ja, oh, mir haben hier doch direkt was ziemlich nah ist. Ui, 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 sogar direkt. Drei Stück. Gucken wir euch das mal an. Hier ist noch einer, wo ziemlich nah ist. Die nehmen wir bei dem K-Stern aber mal komplett alle mit. Würde ich doch sagen. Und es war nur die Frage. Bist du im Mond- oder Binärsystem? Du bist im Binärsystem, würde ich jetzt eher sagen, oder? Ja, die sehen fast gleich groß aus. Ja, das ist. Ja, das ist ein Binärsystem. Das wäre sonst ein ziemlich großer Mond. Denke ich doch mal. So, aber 6 Sonden will er haben. Na gut, gehen wir auf Nummer sicher. Kevin die 4, dann passt das. Jo, 2. Sehr schön. Das müsste eigentlich schon reichen. So, kurz mal gucken, gibt es hier irgendwas? Nee, gibt's nichts. Das ist aber traurig. Aber es gibt hier noch einen Planet. Den nehmen wir auch mit. Ja, ist sehr schön. Scan es durch. So, haben wir auch nur noch ein paar Lichtsekunden bis hin. Ansonsten Neuigkeiten gibt es halt nicht sonderlich viel. Ja, das Wochenende, da kam nichts von Frontier irgendwie. Ach, das hätte ich auch noch kennen, eigentlich am Livestream nachschieben. Ich hätte ja noch einen Film geguckt die Tage, habe ich gar nicht erwähnt. Eigentlich, einer, auf den ich mich eigentlich gefreut hat. Und zwar Better Watch Out. Hat eigentlich einen ziemlich guter Ruf, der Film. Ist auch nicht allzu alt. Also Babysitterin, die halt ja, auf einen Junge aufpassen soll, Anime so klein, so keine Ahnung, 12 oder so, wer das sind. Und ja, plötzlich scheint jemand ins Haus einzubrechen. Und mehr darf man über den Film eigentlich nicht sagen, weil ja, man kann sonst spoilern und das will ich eigentlich nicht. Ich fand ihn jetzt trotzdem nicht so toll. Aber das hat andere Gründe. Das war so eher persönliche Vorliebe. Und zwar, Moment, hauen wir mal kurz das Scan durch. Und zwar, ich habe generell Probleme mit Filmen, wenn ein Hauptdarsteller unsympathisch ist. Also so richtig. Auch wenn das beabsichtigt ist. Also klar, Bösewicht, der muss auch, der kann nicht sympathisch sein, er kann höchstens charismatisch sein. Wie zum Beispiel der Hans Gruber aus Die Hard. Bestes Beispiel, super Bösewicht. Es gibt auch den Film, wie hieß er dann? Gain and Pain. Die Verfilmung von dieser wahren Geschichte mit einem Bodybuilder, die irgendwie so krumme Dinger drehe. Wer spielt denn da mit? Der Mark Wahlberg, The Rock. Also generell Schauspieler, die ich mag. Also ich
finde die Filme vom Rock ganz gerne. Der Mark Wahlberg finde ich auch echt gut. Aber ich habe den Film gehasst, weil die Charaktere, die gespielt haben, die waren so komplette Arschlöcher. Das hat mir den kompletten Film kaputt gemacht. Insofern ist das. Ja. Reagiere ich ein bisschen komisch drauf und deshalb fand ich jetzt Better Watch Out nicht so gut, weil mir halt eine Hauptperson, die war halt ziemlich assi. Muss er auch denn? Also ohne das würde der Film nicht so funktionieren. Also das ist halt die andere Sache. Der kann nicht lieb sein. Das funktioniert sonst nicht. Sonst ist der Witz von dem Film nicht da. Hat mich aber halt ein bisschen gestört. Ansonsten war eine schöne Idee drin und er war jetzt nicht so blutig. Aber gerade diese Eigenheit, die ich an ihn nicht haben kann, die hat meine Film so ein bisschen verleidet, irgendwie. Könnt ihr euch ruhig mal angucken, er ist jetzt nicht so schlecht. Wenn euch das nicht so stört, dann, ich habe jetzt schon einen Haufen Kritiken gelesen, die finden den Film richtig gut und von der Idee her ist er richtig nicht schlecht. Also, das ist halt so ein Weihnachtssetting. Das kommt jetzt halt ein bisschen komisch zu der aktuellen Zeit, finde ich irgendwie. Wäre es nicht ein Weihnachtsfilm, so Filme, die an Weihnachten spielen, so Weihnachtsbeleuchtung und allem drum und dran. Das funktioniert irgendwie nur an Weihnachten irgendwie. Okay, ausgenommen Die Hard, der geht auch so. Ja, könnt ihr euch ruhig mal angucken, Better Watch Out. Da mal bitte Bescheid sagen, wie ihr es fandet. Ich, ja, auf seine bestimmte Gründe. War ich jetzt nicht so begeistert, obwohl ich dem Film ein paar Sachen auf jeden Fall gebe. Auch schon nicht schlecht war, aber ja. Jo. Ansonsten muss ich jetzt echt mal planen, was ich die Woche gucken will. Ich habe keine Ahnung, was ich so mal angucken könnte. Wahrscheinlich warte ich, oder könnte ich warte, ich habe ein bisschen was bestellt. Und zwar, was ich endlich mal gucken muss, ist Jay and Silent Bob Reboot. Habe ich schon mal die Blu-ray bestellt. Eigentlich ist es eine Schande, dass ich den Film noch nicht kenne, weil ich bin weltgrößter Jay and Silent Bob Strikes Back Fan. Einer von meiner absoluten Lieblingsfilme. Der ist so genial. Ich habe den, ich weiß nicht, wie oft ich den schon geguckt habe, über 10 Mal auf jeden Fall. Manche Szene kann ich schon mitsprechen, aber ich finde den einfach nur klasse. Und da habe ich mir halt eine Nachfolger bestellt. Einfach nur blind. Kevin Smith. Ja, ich mag dem sehr Humor eigentlich und gucken wir mal. Wenn schon Problem, was der Film haben könnte, dass er. So. Wenn schon Problem, was der haben könnte, dass er irgendwie 20 Uhr zu spät kommt, weil die Darsteller wäre halt auch nicht jünger. Das ist es halt. Ja, bin ich mal gespannt. Und dann habe ich gerade einfach noch The Shining dabei bestellt, der vom, ja, die Stephen King-Verfilmung, der, Gott, wer hat denn gedreht? Kubrick? War das von denen? Wahnsinn, oder? Ich, ja, also auf jeden Fall der Bekannte mit dem Jack Nicholson. Das ist auch so eine Lücke. Alter, ist es eine Lücke? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ein paar Szenen vom Film kenne ich, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich den noch komplett schon gesehen habe. Und das habe ich mal gerade gedacht, komm, hol schon den Humor. Im Zweifelsfall guck schon dann halt eher schon mal und halt ansonsten nochmal. Ich weiß es echt nicht, also. Es gibt so ein paar Filme, bei denen bin ich mir absolut nicht sicher, ob ich die überhaupt schon mal gesehen habe. Ich bin mir auch zum Beispiel absolut nicht sicher, ob ich The Highlander schon immer komplett gesehen habe. Das weiß ich gar nicht. Ich habe dann schon so oft Teile geguckt. Ich habe mal so. Der Anfang habe ich schon oft gesehen. Es ist Ende, weil ich weiß halt, wie er ausgeht, aber ich weiß nicht, ob ich den schon mal komplett gesehen habe. Das war immer so, keine Ahnung, beim Kollegen mal Filme geguckt, dann hast du irgendwie Hemm gemusst oder bist bei dem Kollegen gekommen, wo schon der Film gelaufen ist oder da war er mal im Fernsehen gelaufen und. Ja. Aber ich habe schon so viel von dem Film gesehen, dass ich zumindest alles mal gesehen habe. Ich weiß nur, ob es halt alles an einem Stück war. Das ist halt. Joa. Ansonsten verstecke sich hier immer noch ein paar. Ja, ansonsten gucke ich mal, dass ich die Woche an meinem Programm ein bisschen weitermache. Und dass ich irgendwie diese
gucken wir uns erst mal, was wir hier haben. Hm, bisschen weiter weg, fliegen wir weiter. Dass man, nee, Moment. Dass ich quasi, wie schon im Livestream angesprochen, dass ich diese Checker erweitere um diese seltene Sache oder seltene Konstrukte. Weil es ja, wie gesagt, so im englischen Forum so Thread gab. Auch die, wo bei dem Elite Dangerous Star-Map so ein bisschen ihr Finger drin haben. Und dann irgendwie hingeschrieben haben, was halt wirklich selten ist und wie oft es momentan vorkommt. Da gibt es so ein paar Sachen, Wasserwäldung, was die Kreise. Da gibt es nur ein paar bekannte Fälle und die sind halt handplatziert, weil bestimmte Systeme sind ja handgeneriert, also hand. So zusammengestellt, wie sie sind solle und nicht so prozedural halt. Viel halt in der Bubble vor allem. Schöne Protoparan, so, okay. Genau, und ich weiß es gar nicht, was es alles für Checks sind, aber das kommt halt dann zum Beispiel in der Bubble bei dem Endesystem vor, aber das ist halt von Hand so gebaut und in Natura ist noch kein einzelner Fall bekannt, und so zum Beispiel. Was halt selten ist, wo ich auch schon eine Check drin habe, ist mir gerade aufgefallen, das ist Ammoniakwelt als Mondformel Klasse 5 Gasriese. Das ist ziemlich selten, oder? Gibt es die überhaupt? Keine Ahnung, der ist schon drin. Auf jeden Fall will ich das alles ein bisschen vereinheitlichen und so viel wie möglich, oder dies, wo ich als sinnvoll erachte, die seltene Sache reinpacke. Das wollte ich die Woche eventuell anfangen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das mache. Mit so zwei Methoden, wie ich das machen könnte. Ich mal gucken, wahrscheinlich. Ja. Mal überlegen, wie es am besten ist. Die genaue Variante, da müsste ich wahrscheinlich 28 Millionen Dateien für jede einzelne Prüfung any anlegen, dann wäre es sauber. Aber ich mache wahrscheinlich nur einen so Check, den man da halt anschalten kann, ausschalten kann und der halt dann einfach alles von den seltenen Dinger prüft. Das ist wahrscheinlich, so komme ich wahrscheinlich am schnellsten voran. Da gucke ich mal, dass ich so diverse Dinger drin baue. Also was ich wahrscheinlich nicht drin baue, ist der eine Check, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, 8 Wasserwälde im System sind. Also Enna habe ich eh schon drin mit viel Wasserwälde. Also ein paar mache ich halt nicht drin. Aber so die meisten werde ich mal drin machen. Oh, guck mal hier. Oh, die ist nur recht nah dran. Oh, hier gibt es sogar Geosignale. Was hat man dann hier? Ja, super. Brauchen wir nichts. Das ist schade. Das ist schade. Silikat Magma. Könnte man eventuell landen. Ich glaube, das machen wir auch. Wenn man die 54, 3. Ah, das ist. Ach cool. Das ist der, wo wir hin müssen dann. Ja, ja. Alles gut, alles passt. Ja, ich glaube, die gucken wir uns an. Auch wenn es das hier KR-Szenen gibt. Mir scannen wir, vielleicht haben wir es hier noch nicht. Weil wir haben ja erst ein Geo-Vorkommen hier gescannt in dem Sektor. Aber unserem Glück ist nochmal das Gleiche. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war, was man da zum Abschluss gescannt hatte. Irgendwie Schwefeldioxid? Geysir oder irgendwie sowas war es, glaube ich, irgend so um deine Dreh. Na egal, da fliegen wir auf jeden Fall mal hin. Aber es ist eher schon mal die zwei mitnehmen. Ja, wenn die schon so dicht am Stern sind, dann ja, so auf jeden Fall mitgenommen. So, ich würde sagen, da können wir auch schon mal direkt ab hier scannen. Die haben keine Signale. Zack. So. Was ich dann auch hinbauen könnte, da fällt mir aber gerade, das wollte ich eh mal machen. Einfach mal check, ob es
ob es eine Gasriese mit Ring gibt, der einen Mond hat, der relativ nah dran ist und eine exzentrische Umlaufbahn. Das würde mich wohl nämlich interessieren. Die gibt's, also die sind wahrscheinlich auch gar nicht so selten. Ich habe bis jetzt nur noch G8er drauf. Und zwar, weil da müsste man eigentlich ein ziemlich geiler Blick auf den Ring haben, wenn der Mond halt recht nah dran ist, aber halt nicht auf der Ebene vom Ring ist, sondern so ein bisschen drunter oder drüber. Das könnte dann richtig geil aussehen. Also die Aussicht von dem Planet Mond. Das würde mich wohl auch interessieren. Das müsste ich eventuell auch dabei bauen. Ist eine Sonde? Wie schwer bist du? Oder was ist denn da eigentlich? 0,9, 0,96. Die sind fast gleich groß. Gucken wir euch das mal an. 0,0 N Erdmasse. Unterscheidet sich ein Radius nur um ein paar Kilometer. 1,18 G. Ja. Ja. Und alles gut. Sehr schön. Sehr schön. Ach, guck mal hier. So, nehmen wir doch direkt das. Das ist hier auch schon auf der Tagseite. Das sind so diese graue Fläche, da meine ich immer, dass die uneben sind, aber na, wir gucken mal, fliegen einfach mal hin, weil die andere, das ist Hintermond, das auch, na, der wäre noch was, aber komm, sind wir doch schon so nah dran, wir nehmen einfach den, egal. So, machen sie schon einen Platz zum Lande. War die Dinger gescannt, noch ein schönes Bild gemacht und dann haben wir es hier schon mal wieder. Und Sprünge. Nicht schlecht. Je nachdem, was man unterwegs noch finde. Oder wenn ich weiterhin in der mit dem realistischen Modus springe, sprich ab und zu mal ein paar M-Sterne oder so dabei haben, wo du relativ schnell weiterkommst, könnte man auch bald schon bei den Settlements sind. Bin ich mal gespannt. Gibt es bei denen dann eigentlich auch die Materialien, wo du rumleihe? Das ist so eigentlich bei viel von den Settlements, vor allem in der Bubble, leihe immer so ein paar Sachen rum. Jetzt nicht so ergiebig wie Duff's Hope, aber ab und zu leihe die auch da rum. Das wäre nämlich cool, könnte man nämlich auch gerade mitnehmen. Da bin ich mal gespannt. Jo, und wir gucken mal, was wir so am besten in der richtigen Reihenfolge auch mache, also von Alpha, Beta, Gamma, Delta. Eventuell haben die Geschichte hier was miteinander zu tun, das weiß ich momentan gar nicht. So, und zwar. Ja, ist irgendwie so nicht unbedingt grau das Gebiet, wo man hinfliehen. Ziemlich orange. Ja, das sieht doch jetzt nicht so schlecht aus vom Lande. Das könnte doch ganz gut laufen. Da müssen wir halt mal drauf achten, dass es hier über NG ist. So gefährlicher Wert. Das ist nur nicht, das ist nicht zu wenig, aber auch eigentlich nicht zu viel. Und ist man manchmal gerne ein bisschen Larifari. So. Und dotzt dann ab und zu mal ein bisschen härter auf, als man eigentlich müsste. Wie wir gleich demonstriere. Lassen wir mal, mehr versuchen wir nicht. Ja, das sieht doch relativ okay aus. Muss noch ein bisschen niedriger kommen. Sieht noch
nicht okay aus. Da können wir aber mal noch ein bisschen weiter nach vorne. Aber bevor wir an die Krater kommen, müssten wir am besten die Halle. Ist es weit? So, ein bisschen näher kommen. So, das da müsste aber gut sein. Oder? Das ist nur ein Stückchen, oder? So lang Buggy unterwegs sind. 1,1 Kilometer noch. Okay, jetzt sind wir aber definitiv zu weit. Da sind wir jetzt schon wieder in blödem Gebiet. Ne, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen fahren. Hallo? Das Land hier. Gemacht. Wenn man zu nah ran will, wenn man zu nah ran will. Vorher hätte man alle Platz der Welt gehabt. Aber nee, der hat Heim Agent will ja näher ran. So, Licht brauchen wir definitiv nicht. So, mehr brauchen sie eigentlich auch gar nicht mit irgendwelche Sachen auf der Halle, die man hier abschießen müsse. Weil. Aber was ist das denn hier? Pechstein, brauchen wir ja schon recht nicht. So. Bin mal schon mal gespannt, was das denn ist. Schwefeldioxid, Gasschrot, natürlich hörte man denn schon. Ach Gott, wie. Ach, wie traurig. Wie traurig. Ach. Komm, fahr mal wenigstens irgendwo hin, wo es raucht. Hier raucht es doch ganz schön, machen noch ein Bild und. Eieiei, also das Feld ist reif. Gucken wir euch das mal an hier. Nadelkristalle, Kristallfragmente, Pechstein. Eieiei, aber wir brauchen hier halt gar nichts. So, dann würde ich doch sagen. Ja, gut, wir haben jetzt schon 24 Minuten, wunderbar. Das war jetzt leider nichts, aber konnte man ja nicht wissen. Egal, haben wir trotzdem gescannt, 2500 Credits hat es trotzdem gehabt. Wie gesagt, wer den Pfennig nicht ehrt und so. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mich wieder zurück zum Raumschiff, weil wir brauchen hier sonst nichts mehr. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin dann, bye bye und noch eine. Schöne Woche. Ciao.